echte neue Freiheit, warum du deinen Followern und Teampartnern im Network Marketing nicht mehr gefallen musst und dadurch eigentlich noch mehr Erfolg hast. Das möchte ich dir in diesem Live-Video sagen. Es ist eine wichtige Information, weil wir sprechen ja im Network Marketing viel, viel über Freiheit. Wir sprechen über passives Einkommen, über wahre Freiheit. Und ich habe schon den Eindruck, ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal ist es gar keine Freiheit. Warum? Ich möchte ein paar Dinge aufzählen und ich möchte dann auch die Lösung sagen. Also einen wunderschönen, ja, Vormittag, muss man schon sagen, durch die Zeitumstellung fast Mittag, wünsche ich dir. Grundsätzlich ist es so, es gibt ein paar Themen bei Facebook, wenn man Network Marketing mit Facebook aufbauen möchte, die bis jetzt gegolten haben und zum Glück jetzt nicht mehr wichtig sind. Und zwar, früher, wenn man sich für ein Thema entschieden hat, zum Beispiel in einer Facebook-Gruppe oder egal wie du den Inhalt gibst, du hast ein Thema gewählt, bist dann draufgekommen, das Thema passt nicht, was ja irgendwie normal ist in einer Entwicklung, dann war das Thema, das war das Problem so, dass das Thema ein bisschen fixiert war. Das heißt, deine Gruppe oder dein Profil oder whatever, war dann quasi für Facebook so ein bisschen sozusagen gebrandmarkt. Ja, wenn du gesagt hast, okay, ich spreche über das Thema Gesundheit, dann bist du halt bei den Gesundheitsthemen vorne gewesen, aber nicht bei den neuen Themen. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine nicht wirkliche Freiheit erlebt, weil Freiheit ist das keine, wenn man dann nicht mal wechseln kann. Das nächste ist, ich mag Termine überhaupt nicht. Du kennst mich wahrscheinlich jetzt schon und jeden Termin, den ich ankündigen muss, weiß ich nicht, wie es dir geht. Auch bei Live-Videos. Je kürzer die Ankündigung ist, desto lieber ist es mir. Heute habe ich das im Telegram-Kanal angekündigt. Frage an dich, bist du in meinem Telegram-Kanal? Weil dort kriegst du immer die Ankündigung, wenn ich live gehe. So wie auch jetzt, vor 15 Minuten habe ich es dort reingeschrieben. Wenn du noch nicht dabei bist, einfach Telegram-App runterladen oder bei Telegram eben dann in die Suche gehen und Willi Prokop eingeben. Sag mir mal, ob du dabei bist beim Telegram-Kanal. Grundsätzlich ist es so, bei Facebook musste man früher immer mit Events arbeiten, mit Veranstaltungen. Das heißt, man musste die Dinge ankündigen rechtzeitig genug. Und ich sag mal auch, das ist nicht wirkliche Freiheit, weil egal ob du jetzt, sag ich mal, Frau bist, Mann bist, was auch immer, man hat ja immer dann auch Termine. Bei den Kindern ist immer spannend, wenn ich einen Termin ankündige, kannst du dir sicher sein, dass jemand dann was braucht. Also das ist auch nicht die echte Freiheit. Eine nicht wirkliche Freiheit war früher, war das so, man musste als Creator, also als Ersteller von einem Video, immer die Kommentare beantworten, weil das war ein positives Signal für den Algorithmus. Und jetzt habe ich einiges ausgetestet, ich habe viele Kommentare beantwortet, ich habe keine beantwortet und ich merke keinen Unterschied, ja, weil es nämlich auf eine Sache ankommt, die ich dir am Schluss sage. Das heißt, auch diese Last von, ich muss alle Kommentare beantworten, ist weg. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Es ist manchmal schon eine Last, weil wir bauen das Business ja auf und wir wollen es ja größer aufbauen. Und wenn es dann groß genug ist, dann haben wir die Geißel, weil wir mit dem Handy permanent da sitzen müssen und die Kommentare beantworten. Alle. Und das kann es ja auch nicht sein. Ja? Zu den Teampartnern. Warum habe ich etwas provokant gesagt, warum du deinen Followern und Teampartnern nicht gefallen musst? Ich habe etwas erlebt bei Teampartnern. Nicht bei allen, aber es gibt diese Art von Teampartner, die bestimmen immer mehr über dein Leben. Was meine ich damit? Sie fangen an, sie freuen sich, dass du ihnen ein System gibst, sie bekommen den ersten Erfolg, sie machen die ersten Schritte und dann haben sie den ersten Erfolg und dann beginnen sie ein bisschen, manche, nicht alle, zu ein bisschen Revoluzer zu sein. Ne? Sie sagen, okay, das, was du sagst, ist nicht mehr so richtig und so weiter und so fort. Und ich habe ein paar Teampartner erlebt, die haben mir dann gesagt, Willi, entweder wir machen so wie ich, also der Teampartner, das möchte, oder ich gehe aus deiner WhatsApp-Gruppe. Weil sie mir damals wussten sie, die WhatsApp-Gruppe ist mir wichtig, weil jeder, der dort aussteigt, ist natürlich ein negatives Signal. Oder wenn du das nicht machst, dann komme ich nicht auf das nächste Event. Wenn du das nicht machst, dann schreibe ich keinen Kommentar mehr. Wenn du das nicht machst und so weiter. Und das ist ja nicht nur bei Teampartnern, das kann auch sein bei Followern, bei Mitgliedern, dass sie irgendwie dann bestimmen die Themen. Also nicht falsch verstehen, du kennst mich ja auch schon ein bisschen. Ich höre auch drauf, was die Leute brauchen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das soll es nicht heißen. Also wir machen das schon mit dem Herzen. Aber ich möchte dich heute, am Montag, am Start in die Woche ein bisschen schützen. Ich möchte dich schützen davor, dass du deinen Weg verlierst.
Du bist im Network Marketing, um Freiheit zu haben. Das heißt, du darfst zuerst mal auf dich schauen. Du darfst heute Montag drauf schauen, was ist gut für dich? Was ist gut für deine Kinder? Was ist gut für deine Familie? Weißt du, das ist einmal das Wichtigste. Und zuerst bei der ganzen Reihenfolge, ich hoffe, du verstehst das und ich darf da auch dran arbeiten jeden Tag, ist, dass du schaust, bist du wirklich der Mensch, der Wichtigste? Bist du wirklich für dich der wichtigste Mensch? Weißt du, hast du dich wirklich auch lieb? Weißt du, schaust du auf dich? Und viele sagen, ja, habe ich. Aber dann machen sie, und das ist so ein schleichender Prozess, ein negativer schleichender Prozess, sie beginnen dann Themen für die Follower zu machen, für die Teampartner, die nur die wollen und so weiter und so fort. Und dann hast du irgendwann das Problem, dass du dich nicht mehr frei fühlst. Du sagst dir, eigentlich möchte ich über was anderes sprechen, aber meine Follower wollen das nicht. Eigentlich möchte ich was anderes tun, aber meine Teampartner wollen das nicht. Und ich glaube, dass das nicht wirklich echte Freiheit ist, wenn du jetzt noch keinen Teampartner hast und keinen Kunden, okay, dann sagst du dir, ist mir egal, aber es ist definitiv nicht egal. Wir haben ja in der letzten Woche wir zwei Trainings gehabt, Zoom-Trainings im Speakinar, da komme ich dann am Schluss gleich drauf. Und da habe ich genau dann gezeigt, wie diese Lösung funktioniert. Und ich möchte das bewusst machen, wenn du in den Trainings warst, in den Zoom-Trainings oder die Aufzeichnung gesehen hast, dass du das auch anwendest. Wenn du nicht weißt, was das Speakinar ist, sollte jetzt so ein Button sein hier zum Speakinar-Info-Video. Der nächste Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, da bin ich sehr froh drüber, das Teilen von Beiträgen ist nicht mehr entscheidend für deinen Erfolg. Ja, es gab eine Zeit bei Facebook, wo man wirklich darauf angewiesen war, wo man sagt, okay, wenn die Beiträge nicht geteilt werden, hast du kaum eine Chance, dein Network-Marketing-Business aufzubauen. Diese Zeit ist zum Glück jetzt vorbei. Auch bist du nicht mehr abhängig davon, wie viele Likes ein Posting hat, ob das viele Likes hat, gar keine Likes hat, weil es gibt hier ein anderes Rezept und das ist für mich, deswegen habe ich es getauft, die echte neue Freiheit. Wenn ich keine Likes mehr abhängig bin, nicht mehr wie viele es teilen, mein Thema frei wählen kann und so weiter, keine Kommentare beantworten muss. Wenn auch das Einladen in die Gruppe, dass du jemand in deine Gruppe einladen musst, auch nicht mehr entscheidend ist für den Erfolg. Der nächste Punkt ist, auch zum Beispiel eine Kommunikation im Messenger, das heißt, dass man sagt, okay, ich gehe dann in die Kommunikation im Messenger, ist nicht entscheidend. Also ich habe es gar nicht vorgesehen in meinem Prozess und im Speakinar ist es so, da hast du sozusagen mehrere Etappen, mehrere Schritte. Der erste Schritt ist, dass du einfach mal lernst, okay, wie kriegst du Anfragen? Ja, wie kriegst du viele Anfragen? Und am Schluss steht dann für dich ein völlig automatisiertes System. Das heißt, wie kannst du, ohne dass du im Messenger kommunizierst, ohne dass du einen Kommentar schreibst, dein Business führen? Das ist für mich echte Freiheit und das ist für mich Network Marketing eigentlich. Aber viele haben nicht diese echte Freiheit, gerade auch nicht auf Social Media, egal ob Facebook, Instagram, was auch immer sie machen. Und ich denke, heute ist so ein Fenstertag, da erkennst du sehr stark, hast du wirkliche Freiheit. Wenn du heute mit dem Handy den ganzen Tag da sitzen musst, dass dein Laden weiterläuft und auch am Feiertag und was ich überall am Sonntag und sonstiges, dann passt etwas nicht ganz im System und dann wirst du das auch auf Dauer nicht durchhalten und du wirst auch nicht zu einem Erfolg haben im Network, weil es wird sich nicht duplizieren. Der Nächste will das nicht machen, der Nächste will natürlich sein Leben sozusagen nicht aufgeben, was ich auch verstehen kann. Der nächste Punkt ist, und das ist sehr, sehr spannend, früher war man wirklich abhängig von den Followern und auch von den Teampartnern. Ich habe vielen Teampartnern gesagt, hey, schaut euch bitte meine Videos an, immer wieder und so, weil es gab also sehr, sehr starken Fokus auf die sogenannte Watch-History. Weißt du, was die Watch-History ist? Bei Facebook, ja? Also, weißt du, was das ist? Ist sehr, sehr wichtig zu wissen, ein wichtiges Prinzip. Und zwar ist es so, wenn du jetzt immer wieder meine Videos ansiehst, dann kriegst du die nächsten Videos vorgeschlagen, ja? Das ist natürlich ein irrer Druck als Content Creator, weil ich muss immer schauen, dass meine Follower gut versorgt werden, damit die auch weiterhin meine Videos noch bekommen und meine Postings bekommen. Und diese Watch History ist jetzt nicht mehr erfolgsentscheidend. Ist so. Ist nicht Schlechtes, das zu machen, aber es ist nicht erfolgsentscheidend. Und ein Punkt, der noch sehr, sehr wichtig ist, es geht ja immer darum dann, dass du ja Inhalte produzierst, um dann die Leute, ich weiß nicht, in deine Gruppe hoffentlich zu bringen, auf dein Infovideo. Also im Speakinar lernst du ja genau dieses Drehbuch, weil wichtig ist ja ein Drehbuch zu haben und zu wissen, wie mache ich was.
Jetzt ist es auch nicht mehr entscheidend, dass du einen Link sendest. Das heißt, du musst keinen Link senden, nicht im Messenger, du musst ihn nicht in die Kommentare schreiben, du musst gar nichts machen, weil es hier gibt völlig andere, eine andere Lösung. So, was ist jetzt einmal dein Gefühl? Wenn du das alles denkst, wenn du sagst, okay, ich kann das Thema frei wählen, ich kann es auch immer ändern, wann ich möchte, ich brauche es nicht extra vorher ankündigen, ich muss die Kommentare nicht beantworten, wenn ich möchte, kann ich all das tun. Wenn du das gern machst, mach's. Ja, aber es geht mir nur darum, dir den Rucksack runterzunehmen und sagen, okay, du musst es nicht tun. Wenn du es gern machst, mach's weiter, das sage ich nicht damit. Aber Thema musst du nicht fixieren. Du musst es nicht ankündigen, du musst die Kommentare nicht beantworten. Das Teilen ist nicht entscheidend, die Likes sind nicht entscheidend. Du musst niemanden einladen in die Gruppe. Die Watch History ist nicht entscheidend. Du musst nicht kommunizieren im Messenger. Du musst keine Links versenden. Ich bin überzeugt, dass das die echte neue Freiheit ist. Aber viele werden es auch nicht erleben, weil viele haben zwar dann vielleicht Kunden und Partner, aber sind dann in ihrem Hamsterrad drinnen. Und das ist nicht das Ziel, wenn du eben im Speedinar drinnen bist. Warum ist das so? Weil Facebook jetzt komplett umschaltet. Wir haben es ja letzte Woche am Dienstag besprochen im Speedinar. Facebook schaltet jetzt komplett um. Das ist so wichtig zum Verständnis. Und zwar, all das wird jetzt nicht mehr berücksichtigt, sondern immer mehr von der Gewichtung, ich habe das ja genau erklärt, die Empfehlungen. Das heißt, Facebook nimmt deine Inhalte, nicht nur die Reels, deine Lives, deine Textpostings. Einer meiner besten Postings sind die Textpostings. Ich habe einen meisten Erfolg mit meinen Textpostings und die kosten mir nicht viel Zeit. Also du musst jetzt nicht sagen, ich muss Video machen oder Live-Video, whatever. Das heißt, Facebook nimmt die Inhalte und gibt sie anderen. Das heißt, wir sind nicht mehr von unseren Followern abhängig, dass sie was teilen, dass sie wen einladen, dass sie was anschauen, dass sie kommentieren, dass sie liken, dass sie, weiß ich nicht, was machen. Wir sind nicht mehr abhängig von unseren Teampartnern, ob der noch Bock hat, morgen zu arbeiten oder ob die Frieda, die eh schon ein halbes Jahr nichts tun will und du sie immer wieder motivierst, dich immer wieder bei McDonald's triffst und sie streichest und sagst, was sie nicht alles toll macht und sie will ja gar nichts machen. Aber du sagst, das ist meine einzige Teampartnerin und die wird so gold, ja, die brauche ich, ja, zumindest eine. Oder die drei Anfragen, die du bekommen hast, du rennst ihnen so lang nach, weil du weißt, du brauchst sie. Wow. Gratuliere. Dafür bist du ins Network Marketing gegangen, um die nächste Geisel zu haben. Das kann ja nicht die Welt sein. Und jetzt ist es wirklich erstmals so auf Facebook, dass sich das ändert, weil der Facebook-Algorithmus sich ändert. Das bedeutet, das ist sehr, sehr spannend zu wissen. Das ist, für mich ist es ein, wo ich mir jeden Tag denke, wow, ja, ein Aha-Erlebnis. Und zwar, du stehst bei Null, machst einen Inhalt zum Beispiel über das Thema Mode, weil du Mode verkaufst im Network Marketing. Machst einen Inhalt zum Thema Mode und der wird Leuten angezeigt, die noch nie mit dir zu tun hatten. Das heißt, zum Thema Mode. Du merkst, naja, war nicht gut der Inhalt, was auch immer, Text, Posting, Story, egal. So, dann sagst du, na gut, Mode war es nicht, ich spreche lieber über Motivation im nächsten. Du kannst das machen, kein Problem, weil das Thema, das kannst du ändern, wenn du ein paar Dinge berücksichtigst, die ich ja im Speedinar genau gezeigt habe letzte Woche. Und dann sagst du, okay, Motivation, ich mache Motivation. Machst das? Oh, siehst, funktioniert auch nicht so. Gut, nimmst das nächste Thema. Sagst, okay, ich spreche über Network Marketing. Warum nicht über Network Marketing sprechen? Und machst eins und dann passiert dir das, was eine Speedinar-Kundin von mir passiert ist. Die hat ein Video gemacht. Ich habe es mir abgespeichert. Ich werde das jetzt im nächsten Speedinar-Training zeigen. Und alle Leute haben hingeschrieben, Info bitte. Echt krass. Ich habe das angeschaut. Das Video ist wirklich einfach. Die Leute wollten alle wissen, was ist das? Info bitte. Und da, verstehst du, du kannst immer anfangen, wann du möchtest. Es ist völlig egal, wie viele Mitglieder du hast. Und es ist egal, wie viele Teampartner du hast und welche Teampartner du hast und welche Follower und ob du keine hast und whatever. Und ich sag dir, das ist die richtige Freiheit. Und jetzt kommt dann noch ein Punkt dazu, den man nicht vernachlässigen sollte. Nicht nur das Empfehlungssystem, sondern wenn wir eine öffentliche Gruppe nutzen, das geht nur in einer öffentlichen Gruppe, und du machst Inhalte und du machst sie richtig, so wie ich das ja im Speedinar genau gezeigt habe, dann wirst du auch bei Google gefunden. Das ist mega. Nehmen wir an zum Beispiel, jemand sucht jetzt nach, sagen wir mal, du verkaufst Naturkosmetik. Jemand sagt jetzt zum Beispiel, Naturkosmetik kaufen Tipps. Jemand geht auf Google, gibt ein, Naturkosmetik kaufen Tipps.
Glaubst du, dass das grundsätzlich eine Person ist, die Naturkosmetik kaufen würde? Ich glaube schon. Ja, die ist kurz davor. Die hat das Geldbeutel offen. So, jetzt geht die auf Google. Achtung, nicht auf Facebook. Geht auf Google, findet deine öffentliche Gruppe, findet genau das Video, wo ihr das erklärt wird, aber nicht spammig, nicht werbisch, sondern auf eine ganz andere Art und Weise. Und sie kauft das. Du musst ihr keinen Link schicken, du musst nichts tun, du musst gar nichts tun. Und ich sag dir, macht es nicht Sinn, daran zu arbeiten, macht es nicht Sinn, sich damit zu beschäftigen und aufzuhören in diesem Hamsterrad und einfach mal sagen, stopp, nein, jetzt, ich will nicht mehr so weitermachen. Ich habe die letzten Monate, Jahre so weitergemacht. Ich will das einfach lernen. Ich will lernen, wie das funktioniert. Und ich sag dir, ja, wir haben diese Zeit und ich möchte das einfach mitgeben, dass denk dran immer, jeden Tag. Du hast doch die Möglichkeit, dich neu zu entscheiden, was meine ich. Du sagst, okay, na, ich probiere das mal selber und so weiter, wird schon irgendwie gehen. In den meisten Fällen wird es nicht gehen. Warum? Weil wir letzte Woche im Webinar 1 Stunde 40 durchbesprochen, den Kriterienkatalog für Empfehlungen. Und ich weiß nicht, ob du dabei warst letzte Woche. Sag mal was dazu zu dem Zoom-Training, zu diesem Empfehlungstraining, was ich da gelernt habe. Und ich kann dir sagen, ich habe die Leute abgefragt, niemand hat es gewusst. Niemand. Niemand. Und die Leute sind schon im Webinar gewesen. Niemand hat es gewusst, weil das ein völlig neuer Empfehlungskatalog ist. Also grundsätzlich kannst du alles probieren, machen, tun. Es ist immer gut, wenn du was tust. Manche Sachen nicht. Das haben wir auch gelernt. Wenn du manche Sachen tust, wird dein Konto runtergestuft. Das heißt, du hast dann gar keine Chance, dass du richtig Reichweite aufbaust mit diesem Konto. Möchtest ein anderes Konto machen? Und also ist ein bisschen schwierig. Also grundsätzlich kannst du nicht alles tun, aber du kannst es probieren. Aber ich sag dir gleich, es macht mehr Sinn, es zu lernen, wie es wirklich funktioniert. Das kann ich, wenn du möchtest, das lernen, dann ja, sollte hier ein Link drinnen sein zum Speedinar. Und ich möchte einfach mal wissen, unabhängig jetzt, ob du im Speedinar bist, nicht, ob du kommst, nicht, egal. Nur der Gedanke, dass Facebook sich so stark jetzt verändert hat, dass du wirklich von deinen Followern, von deinen Mitgliedern, von deinen Teampartnern nicht mehr abhängig bist. Bitte immer mit dem Respekt, dass wir natürlich uns um unsere Follower kümmern, dass wir für sie da sind, dass wir ihnen was Gutes tun. Das steht drüber. Aber ich meine nur, für dich einfach, dass du die Freiheit hast, die innere Freiheit zu entscheiden, was du machen möchtest. Heute ist Montag. Wie fühlt sich das an? Ich muss sagen, meistens mein Montag in der Früh fühlt sich stressig an. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe die ganze Woche von mir und denke mir, okay, das noch Live-Video, das, 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 das. Also ich habe irgendwo einen innerlichen Stress. Wirklich. Und dann nehme ich mir dieses Bild und denke mir, Willi, komm, du musst nicht alles machen. Du hast jetzt keine Zeit, du kannst die Kommentare nicht beantworten, lass gut sein. Du willst mit dem Kleinen was machen, weil noch Ferien sind, mach mit dem Kleinen was, ja? Es ist kein Thema. Das läuft trotzdem dein Geschäft. Und das ist irgendwie angenehm. Und ich möchte hier mal eines sagen, gerade für Frauen. Warum? Ich sehe es ja bei meiner Frau. Als Frau hat man viel, viel mehr zu tun. Ich weiß, ein paar Männer werden jetzt sagen, okay, aber es ist so, Frauen haben viel, viel mehr zu tun als Männer. Erstens denken Männer anders. Männer denken in Schubladen. Das heißt, wenn eine Schublade nicht funktioniert, mache ich die zu und auf und das war's und ich kann andere Dinge machen. Bei einer Frau ist immer der ganze Kasten da. Ne? Das heißt, Frauen funktionieren grundsätzlich anders und Frauen haben viel mehr am Hut. Ich sehe es bei unseren Kindern. Wenn was ist, die Kinder fragen zuerst immer, Mama, Mama. Also so oft wie die Mama sagen, wenn ich 1 Euro kriegen würde, wir wären Multimillionär dafür. Und all die Dinge, es hängt so viel auch an meiner Frau. Und das muss man auch ehrlich mal sagen. Network Marketing ist ja ein Frauenbusiness. Wir haben 70% Frauenanteil, 80%. Aber wir müssen endlich mal auch den Frauen die Tools zur Verfügung stellen, dass sie auch ihr Leben leben können. Dass sie sich selbst nicht aufgeben müssen. Weil sie haben ein Recht außerhalb vom Network Marketing, außerhalb vom Haushalt, außerhalb von den Kindern, außerhalb von der Beziehung, auch ihr Leben zu führen. Sie dürfen einfach mal für sich einfach nur sein, Me-Time. Sie dürfen Sachen für sich tun. Nur wir sagen das immer. Und gerade im Network Marketing sagen wir das. Aber viele, viele Frauen haben eine doppelt, dreifach, vierfach, fünffach Belastung. Und ich finde das nicht normal. Und das muss sich aufhören. Und wir haben jetzt die Möglichkeiten, dass es sich aufhört. Deswegen, es ist gerade für die Frauen einfach eine unglaubliche Chance. Weil wir sagen immer, ja, die Frauen sollen das Gleiche verdienen. Und sie sollen die gleichen Chancen haben. Sie haben nicht die gleiche Chance. Auch nicht im Network Marketing. Weil ich als Mann habe es leichter, wenn ich im Network was mache als eine Frau. Das ist so, weil sie viel, viel mehr zu tun hat. Und deswegen denke ich, wenn meiner Frau diese Lasten abnimmt, dass man sagt, du musst nicht alle Kommentare beantworten. Du kannst dein Thema frei wählen. Du musst es nicht 100 Jahre ankündigen. Du musst nicht live gehen. Du musst nicht dauernd was tun. Sondern lass einfach den Algorithmus Facebook für dich arbeiten.
Ich finde das erstmals in der Geschichte von Network Marketing die wirkliche Chance. Weil, sind wir uns ehrlich, früher war es auch keine. Weil Homepartys zu machen, wenn du es gerne machst, mach's. Aber in der eigenen Wohnung dann noch Homepartys zu machen, was passiert denn da? Das ist ja wie wenn die Schwiegermutter kommt. Ja? Das heißt, alles musst du zusammenräumen. Du musst dir die Haare machen, du musst alles zusammenräumen, du musst alles putzen, du musst schauen, dass alles picobello ist. Du willst ja nicht fremden Menschen irgendwie das so zeigen. Wahnsinn. Und wieder der Druck bei dir. Du musst vielleicht was herrichten zum Essen, zum Trinken, ich weiß, und so weiter. Also eine Latte an Sachen. Und dann denken sie, wow, ich kann nicht mehr. Eine Homeparty und du bist fertig für 3 Wochen. Also ja, das ist einfach meine Einstellung dazu. Und ich denke, gerade die Frauen, und deswegen ist es so wichtig, dass Frauen das erfahren. Weil viele Frauen gehen nicht mehr ins Network Marketing, weil sie sagen, ich kann das nicht tun, ich habe diese Belastung. Und wir haben auch auf Social Media, auf Facebook diese Belastung. Ja, weil permanent Leute anschreiben, kommentieren, dauernd für jeden da sein müssen. Da hast du ja noch, du hast dann quasi, du hast vielleicht jetzt 2 Kinder und dann hast du 200 Kinder oder 2000, die an dir geben. Und das ist irgendwie etwas, was man ändern kann und was ich auch ändern möchte. Und ja, das war eigentlich gar nicht jetzt geplant, das zu sagen, aber es ist mir einfach so am Herzen gelegen. Also das ist eine definitive Chance für Frauen und deswegen sollten sie es erfahren. Und in deinem Team sind vielleicht Frauen, die jetzt frustriert sind, weil sie nicht weiterkommen. Und ich sag dir, in 99% der Fällen, wirklich, liegt es nicht an der Motivation. Es liegt nicht an der Motivation der Frau, sondern sie hat einfach zu viel zu tun. Sie hat einfach zu viel zu tragen. Sie hat zu viel Lasten. Sie kommt nicht mehr zum Schlafen. Sie soll 1000 Sachen machen. Sie kann nicht mehr. Und deswegen ist es wichtig, ihr einfach einen Weg zu zeigen, wie das funktioniert. Ist meine Einstellung. Und ja, wenn du wissen möchtest, wie der Weg mit mir funktioniert, im Speedinar siehst du es da, den Link drinnen. Witzigerweise sehe ich meine Kommentare nicht, auch wenn ich rüberwische. Ich schaue mir es dann nachher an. Also einen guten Start in die Woche. Morgen hörst du nichts von mir. Morgen ist Feiertag. Morgen machen wir wirklich mal Feiertag. Und dann geht's am Mittwoch weiter. Rock it! Schön, dass du da bist. Und ja, nimm einfach dieses Bild mit der wirklichen Freiheit. Rock it. Bye bye. Ciao, ciao.